Hallo und willkommen zu diesem Video. Es geht um das Flashen von BLEC32 auf einen 32-Bit ARM MCU mittels der BLEC32, die wir vorhin installiert haben. Bevor wir starten, Props runter und Antenne rauf. Warum? Wir brauchen die Akkuspannung, um die ESCs mit Energie zu versorgen. Sollten die Motoren unerwartet hochfahren, passiert ohne Propeller nichts. Und wegen der Antenne, manche VTX brennen ohne Antenne durch. Danach erst schließen wir den Akku an und verbinden den Flugcontroller über USB. Wer nach dem Anschließen ein nerviges Piepsen hört, der hat möglicherweise im Configuration Tab den Piep-Alarm aktiviert und im Modes Tab einen Wert unter Neutral eingestellt. Ohne eingeschaltete Fernsteuerung liegt der Wert meist bei 1500, was in diesem Setting zum Piepsen führt. Das kann einfach umgangen werden, indem im Modes Tab bei Beeper ein Wert über 1500 eingestellt wird. Wechseln wir nun zur BLEC32 und gehen in das ESC Setup Tab. Das Signal zu den ESCs wird über den Flugcontroller geschleust. Es ist folglich das gleiche COM-Port, wie wir auch für die Flugcontroller-Konfiguration verwenden. In dem konkreten Fall COM3. Entsprechend muss dieser Port auch frei sein. Es kann daher der Flugcontroller nicht parallel an zum Beispiel Betaflight verbunden sein. Der Betaflight-Konfigurator darf aber parallel im Hintergrund offen sein, das stört nicht. Mit Connect verbinden wir uns mit den ESCs. Mit Resetup oder Check fragen wir die derzeitigen Settings ab. Dann sehen wir auch gleich die aktuell auf den jeweiligen ESCs befindliche Firmware. Im Display sehen wir auch immer, welche der ESCs 1 bis 4 gerade ausgewählt ist. Die Konfiguration werden wir in einem anderen Video behandeln. Mit dem Button Flash BLHeli können wir nun die aktuelle Firmware-Version laden und mit Flash Firmware die ESCs damit flashen. Es wird nur noch gefragt, ob die Settings geschrieben werden sollen, davor müssen diese aber noch auf die aktuelle Version umgewandelt werden. Das ganze Prozedere durchlaufen wir für alle 4 ESCs, auch wenn es sich um einen 4-in-1 ESC handelt. Um das Flashing abzuschließen, muss der ESC durchgestartet werden. Folglich klicken wir auf Disconnect, stecken den Akku ab und wieder an und sehen nach dem Connect alle ESCs mit der aktuellen Firmware. Wir haben nun erfolgreich die aktuelle Version von BLEC32 auf die ESCs geflasht. Mehr ist es nicht. Im Folgevideo geht es um die Parameter, die uns für die ESC-Konfiguration zur Verfügung stehen. Also bleibt dran, ich freue mich über Kommentare und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr den Channel abonniert.